Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge unter KDE von Thüringen 3.0. Wir werden jetzt Stroh und Silage hier abstellen. Dazu nur ganz kurz mal hier hinstellen. Nicht so weit weg. Dazu werden wir gleich einen Radlader hier und ranschieben. Oder wir machen das manuell. Ja, Rollbonierung natürlich. Ja, um 0 Uhr gibt es erstmal 19 Uhr erstmal Futter. Später werde ich das so einstellen, dass 19 Uhr ist. So. Klee und Luzerne haben wir nicht, aber wir haben Stroh, Heu und Silage. Das ist hier isoliert. Da hat der globale Markt mir Probleme bereitet. Warum weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich die Frucht ja mal anders gemacht habe. Das war ja nur Silage, ne? Ich wollte jetzt mal bisschen schneller laufen lassen auf 5, um zu sehen, die halten ja die Fütterung klappt, ne? So, Heu haben wir drin jetzt. Ja, die Silage werden bald wieder machen, also selber herstellen. Ich glaube, die Silage ist vom globalen Markt weg. Glaube ich, weiß ich genau. Macht nämlich Probleme beim Anwählen, beim Überladen. Ne? Da macht er Probleme. Kein LKW ran und da war der Absturz da. Ob es noch im globalen Markt liegt oder am Futter an sich. Keine Ahnung. Jetzt nicht erfahren wollen. Ja, besser wäre für mich jetzt hier, dass ich hier heute glaube ich voll das Silage. So. Wie gesagt, 19 Uhr. Ups, rein ist er. Gut, gehen wir in den Stall und dann lassen wir schnell durchlaufen, ne? Haben wir ein Licht im Stall irgendwo? Wahrscheinlich. Hier ist ja das die gute Stück der Fütterung. Ich habe hier was eingestellt, dass er hier starten soll. Das heißt, wir gehen mal hier in den Bereich rein. Gucken mal ganz kurz im Menü rein, Alt S. Wie es aussieht mit Futter. 514, also ich habe reingefahren. Die brauchen nicht viel, sag mal so. Aber das soll ja mal pro Probe laufen lassen, ne? So, gehen wir jetzt auf 30 oder auf 60 oder 80. So, das ist 19 Uhr rein. 19 Uhr soll ja das Ding losfahren. Gehen wir auf 60. 120, wollen eh die Nacht überspulen, ne? Und dann gehen wir kurz runter auf normal. So, 15, 58, dann muss ich einfach von den Silos ein automatisches Futter entnehmen. 59, Futtermenge zu groß, na gut, anfangs ist ja hier Stroh. Naja, zu groß, was heißt zu groß, die Futtermenge, ne? Füllmenge zu groß. Silage muss noch Heu kommen. Das klappt schon mal ganz gut, aber die Meldung kommt zu groß. Ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir haben auch keinen Platz im
erwischt jetzt. Gut, ich habe nicht viel eingefüllt lassen, ne? Also wahrscheinlich brauche ich nicht so viel. Gehen wir kurz raus. Und die Tür rein da. Das haben wir nicht viel gebraucht. So. Ist zu groß, komm nicht rein. Der Bus weg. Jedenfalls gibt's Futter. Das funktioniert schon mal. Auch wenn die Fehlermeldung kommt, ist nicht, ne? Aber es klappt ganz gut. Jo. Dann können wir jetzt die Geschwindigkeit erhöhen. Auf locker 60, ne? Wir wollen ja hier die Nacht überspulen. Schnell noch Heu rein. Die Silage. Dass wir hier mal genug haben. Wir wollen ja ein bisschen was Vorrat haben an Futter. Dazu machen wir hier entsprechend was oben, ne? Da muss ich mal näher sehen. Mein Heu habe ich an der Marsch noch genug. Das ist kein Problem. Eigentlich Silage auch. Eigentlich. Naja, wenn nicht. Wir haben doch auf jeden Fall ein paar Ballen da. Wir haben Silageballen gemacht, das müsste auch mal 70 Ballen herfahren. Beziehungsweise 70 Ballen, globalen Markt reingeben. Dann können wir ein Lose rausgeben oder fest, ist ja egal. Das ist. Da ging wir schon hin und da haben wir bald hier auch entsprechend her. Können wir hier Futter ernten. Und mit den Ballen ist ja jetzt hier auch nicht so schön, ne? Ja, wir flühen noch nebenbei. Jetzt wird es so feucht, das macht nichts. Hat schon lange keinen Regen mehr gehabt, ne? Aber erst am Anfang ist das nicht ganz so tragisch. Wie gesagt, Feld Nummer 38 Mais geplant. Mal sehen, was wieder auf Feld Nummer 60 machen. Bisschen Klee wollte ich machen, also. Gut, wäre das ganze Zeug drin, soweit ich weiß. Milch haben wir ganz gut. Mal gucken mal im Menü rein. Menge 8000, ja. Die einzelnen Mengen drin, Verbrauch gestern immer jetzt, Klee, Gras. Frischmais, also frisch ist das was Frisches, ne? Die Large ist klar. Luzerne. Aber Heu. Heu ist da nicht so zu erkennen, ne? Naja. Was haben wir jetzt hier drinne? Alt S. Also wir haben Mais, Klee, Heu, Luzerne, Heuplatz. Und wir haben Gras. Klee frisch, frisch Mais. Ja. Wasser haben wir noch reichlich, okay. Und Futter, das erhöht sich langsam auch wieder, also in der Richtung. Ist ja durch 3, ne? Gut. Hier geht's auch, okay. Ja, wie wird man sehen, dass die Nacht mehr gut bekommt. Und ansonsten kann der Stroh fahren, ne? Vom globalen Markt, der kann ja reingefahren werden. Hoffen wir, dass es nicht schief geht, ne? Stell mal ein. Fahren wir Richtung Kurs. Denn lass ihn mal fahren, ne? Also ich
habe ja hier das verkauft, hier Dünger und Zeug. Das ist. So, dann nehmen wir gleich mal den nächsten Traktor. Der war Mischfutter, den können wir gleich nehmen. Wie gesagt, wir können auch Mischfutter hier in Gang reinkippen. Das werden wir auch am Anfang auch tun. Weil wir haben davon das Zeug mehr als genug. Und den werden wir gleich mal. So. Richtung Lager fahren, ne? Ansonsten müssten wir mal sehen, dass wir hier. Ja. Die Lage können wir ja so eine Fabrik bauen, das ist kein Thema. Habe ich den Kredit nicht zurückgezahlt? Okay, ich habe da, das nicht anders gemacht. Also, ich hatte ja mir das Geld gut stehen auf Buch, aber keine Kreditzinsen auf Null gemacht. Also, das machen wir gleich mal. So. Gerste, Raps. Ne, also, was kostet die Milch? 1800. Viehhandel, Lidl, Land und Müller. Jo. Das ist isoliert. 5000, ob ich die. Im Lager. So. Dann wirst du mal Mischration holen, ne? Das kann er gut machen. Achso, die sind wir zurückzahlen. Beinahe vergessen. Haben zwar nicht viel, aber das können wir noch zurückzahlen. Haben wir nicht behalten. Gut. Die, denk mal, die Kühe, wenn jetzt funktionieren. Denke ich mal, ne? Nächste Fütterung um 0 Uhr. Dann könnten wir eigentlich die Kühe holen, ne? Sobald das hell ist. Den Anhänger könnten wir rein theoretisch, aber das geht nicht. Ich will dann den Viehwagen mitnehmen, das ist ja auch ganz wichtig. Aber den kann ich mir hier oben reinstellen. In, hier in der Halle rechts kann ich einen reinstellen. Das brauche ich ja auch, um entsprechend immer für die BGH an die Ballen ranzubringen, ne? Das ist ja auch was hierher gehört, ne? Später werden wir auch hier Heu machen und Silage, also auf jeden Fall. Der Radlader gehört auch hierher. Wird dunkel hier, ne? Ein Grad draußen, ich hab kalt. Der Boden ist auch wieder kalt geworden. Und da fällt die Aussaat immer aus. Das haben wir schon eingelagert im Lager. So schlimm ist es auch nicht. Was wir jetzt machen werden, bevor wir jetzt die Nacht um 3 Uhr wird, wir müssen Feld 10 düngen. Und kurz angucken, ob das gedüngt werden muss. Wenn das dunkelblau ist, dann müssen wir nicht düngen. Ist hellblau. Das werden wir jetzt blöd noch nicht düngen würden. Weil 10, 10, 10, 29, da muss Kalk drauf. Oder in unseren. Das ist Duster, ne? Auftakten müssen wir auch noch, Mensch. Oh, wir sehen nicht viel. Hoffen wir bald hell wird hier. Ja, wenn der Tank leer ist, dann müssen wir halt mit dem Tankwagen losziehen, ne? Die grobe Richtung passt. Beinahe entladen. Das können wir wieder aufmachen. Wir können jetzt auf 120 gehen, dass heller wird. Und spätestens in der nächsten Folge Tageslicht haben, ne? Ist ja ungünstig, ne?
Ich muss aufpassen mit der Kühe im zweiten Stall. Da muss ich aufpassen jetzt. Alt S. Da habe ich Glück, weil ich da minus 0 ist Quatsch. Es gibt eine 0. Wo 0 Grad ist, wenn man gerundet, das kann plus 0,5 Grad sein oder minus 0,5 Grad. Ne? Also von daher ist die Frostgefahr dann ja schon da. Ne? Ja, wird langsam mit hell. Ich werde Futter durchgehen. Ne? Oh. Ja, jetzt kommen die ersten Vöglein singen. Das Tageslicht kommt langsam wieder. So, liebe Zuschauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schon Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's weiter mit allgemeinen Arbeiten. Ne? Die erste Aussaat, naja, ist noch so kalt. Aber wir werden auch weitere Felder pflügen müssen. So nebenbei, Kühe müssen geholt werden. Und jetzt gehen wir runter auf 5. Geschwindigkeit. Na, 5. So, dann sagen wir tschüss. Ciao. Und dir gesagt, ich muss reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Morgen geht's weiter hier in Thüringen. Tschüss.